Moin Moin und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Und zwar handelt es sich um Medieval 2 Total War. Wir sind wieder zurück am Start. Nach einer etwas längeren Pause begeben wir uns wieder ins Mittelalter nach Medieval 2 Total War in eine, wie auch sonst, große Kampagne. Sehr schwer. Let's go. So, die Frage ist natürlich, welche Fraktion nehmen wir uns denn? Ihr konntet ja unter dem letzten Video, unter dem letzten Kampagnen-LP schreiben, welche Fraktion ihr denn gerne als nächstes sehen möchtet. Und da war alles dabei. Wir hatten England, Frankreich, Türkei hatten wir dabei. Ich glaube, die Mauren hatten wir auch. Venedig war dabei. Ja, und ihr konntet ja bereits auf dem Thumbnail sehen, für welche Fraktion wir uns entschieden haben. Und zwar für Venedig. Das liegt tatsächlich einfach daran, dass wir auch ja Dänemark in der letzten Kampagne waren. Und dann wollte ich jetzt hier nicht schon wieder oben irgendwo im Norden unterwegs sein, sondern dachte mir, jo, wie ist denn das, wenn wir wieder ein bisschen mehr Richtung Süden gehen? Und Venedig ist eigentlich eine sehr interessante Fraktion, möchte ich meinen. Auch eine sehr interessante Startposition, wie ihr bereits hier sehen könnt. Ja, wir haben ja am Anfang Venedig, Ragusa und Heraklion. Und ich denke, das kann halt sehr spannend werden, weil wir halt im Norden das Heilige Römische Reich haben. Hier haben wir Mailand. Eventuell kommen auch die Papstaaten und nerven uns, who knows. Ne, wir haben hier Sizilien, wir haben die Byzantiner, wir haben Ungarn. Also wir haben relativ viele Gegner. Und ich glaube, das kann sehr spannend werden, zumal dem wir auch nicht so viele Rebellensiedlungen um uns herum haben. Ne, wir haben hier Durazzo und wir haben hier Zagreb. Ne, Sofia, ich weiß nicht, also würde ich natürlich auch versuchen zu bekommen, aber ob wir da hinkommen, I don't know. Aber ich würde sagen, ne, wir haben lange genug geschnackt. Ne, komm, wir gehen in die große Kampagne rein. Let's. Die Republik Venedig, die auch als Serenissima bekannt ist, hat durch den Handel mit der Levante an Macht gewonnen und erstreckt sich über die Adria und die Ägäis. In diesem Stadtstaat entwickelt sich eine neue Klasse von Menschen, die in allem den Profit suchen. Und was könnte in diesen Zeiten profitabler sein als der Krieg? Dogen ist der Krieg nur eine andere Art von Handel. Das Leben vieler Soldaten wird gegen die Macht und Ehre einiger weniger eingetauscht. Und so soll es beginnen. So, und da sind wir im Spiel. Ach ja. Es ist ein bisschen länger her. Ein paar Monate mit einer inklusiven kleinen Pause. Und jetzt muss ich natürlich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Für die Leute, die das allererste Mal Medieval auf diesem Kanal schauen, ne, ihr könnt gerne nochmal die anderen LPs abchecken, die wir zu dem Spiel gemacht haben. Link befindet sich vielleicht in der Videobeschreibung oder einfach auf dem Kanal vielleicht mal vorbeischauen. Denn wir haben hier einen gewissen Spielstil. Also es gibt ja so manche Leute, die machen halt, ne, wirklich lassen sich ordentlich Zeit mit der Expansion und sowas, bauen erstmal alles ordentlich aus. Bei uns ist das ein bisschen anders. Ne? Also ich gucke immer, also ich, meine Spielweise ist einfach, um euch da kurz einmal abzuholen, ich bin eigentlich immer relativ schnell, was die Expansion betrifft. Und dann geht es so langsam los, auch dass wir dann mit der Forschung hinterherkommen, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen darüber wundert, wie spielt denn der, so ist es halt einfach. So. Es ist halt einfach so. Jeder hat ja seinen eigenen Spielstil in solchen Spielen. Und ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Okay, genau, was haben wir? Wir haben hier eine große Armee direkt am Anfang, indem wir Venedig hier rausziehen, mit dem zusammenwerfen und natürlich erstmal nach Zagreb marschieren. Dann werden wir vielleicht wirklich versuchen, nach Sofia rüber zu marschieren, wenn wir das denn schaffen zeitlich. Aber ich glaube aber auch ungern könnte schneller sein. Könnte durchaus passieren. Ragusa haben wir jetzt nicht so viele Truppen, das ist ungünstig. Warte mal. Wir machen mal das. Übrigens machen wir auch das hier, zack.
Wir machen erstmal hier ne Rodung für mehr Essen, damit das Ding hier schneller wächst. Ein bisschen mehr Kriegsmaschinerie. Was können wir hier ausbauen? Straßen immer sehr gut. Geld auch immer sehr gut. Wachstum auch gut. Hier müssen wir erstmal gar... Ah doch, Heraklion haben wir noch. Stimmt, ich habe hab ich schon fast vergessen, dass wir unten noch eine kleine Siedlung haben. Hier geht aber nach Durazo. Und weil das wahrscheinlich nicht so schnell reicht, gönnen wir uns nochmal was. Na, am Anfang kann man da ein bisschen verschwenderisch sein, würde ich sagen. So, eine Armee in Heraklion. Hier würde ich... Ah, hier ist nämlich das Ding jetzt. Deswegen könnte halt Venedig relativ spannend werden, ne? Weil die sind hier unten so weit ab vom Schuss irgendwie. Also, wenn wir jetzt da unten angegriffen werden von den Byzantinern und die Stadt verlieren, werde ich nicht alles in Bewegung setzen, um die Stadt zurückzuholen, weil das Ding so weit weg ist. Und wir sind ja meistens sowieso am Anfang eher auf dem Land aktiv und auf der Marine oder marinmäßig sind wir eher so schlecht immer aufgestellt, sage ich mal. Das ist, ja, jetzt interessant. Also da müssen wir jetzt halt gucken, wie wir das regeln. Nehmt, glaube ich, trotzdem mal euch alle weg hier. Warte mal. Komm mal her. Könntet ihr Rhodos einnehmen? Ist das möglich? I mean unmöglich ist es, glaube ich, nicht, oder? Warte mal, gibt es hier Söldner? Oha. Das sind ja auch nicht die besten. Zweimal Stadtmiliz und einmal Bogenschütze, ne? Würde ich versuchen. Weil ich habe ja schon gerade eben am Anfang einmal kurz gesagt, übrigens werden wir hier mal ein bisschen was auflösen. Das ist nämlich sehr, sehr teuer im Unterhalt, das brauchen wir gerade nicht. Darum brauchen wir das, glaube ich, auch nicht. Weil jetzt hier irgendwie eine Ajaccio oder Korsika einnehmen, das ist zu weit weg jetzt erstmal für uns. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, irgendwie, dass es ja nicht so viele Rebellensiedlungen für uns gibt. Ne? Wir haben hier Zagreb, das gehört ja safe uns. Durazo holen wir uns auch. Eventuell schaffen wir sogar zeitlich Sofia noch. Deswegen wäre es nicht ungünstig, wenn wir uns dann auch noch Rhodos vielleicht holen. Hier unten vielleicht Tripolis noch? Oder ist das zu wild? Müssen wir mal spontan schauen, weil hier unten, da fahren ja die Sizilianer mal relativ schnell hin. Handel gehen wir auf jeden Fall nicht, weil hier werden gleich so viele Kaufmänner von den anderen Fraktionen spawnen, da haben wir keine Chance. Deswegen den können wir meinetwegen einmal kurz einsetzen, aber wir werden keinen neuen herstellen. Diplomaten am Anfang sehr, sehr gut, da werden wir natürlich erst die diplomatische Beziehungen knüpfen. Handelsrechte, Bündnisse, alles so wunderbar mit einer Karteninformation. Sehr gerne. Und dann gehst du einmal zu den Papststaaten, weil wer gut mit dem Papst ist, ist gut mit dem Rest. Das kann man, glaube ich, so ungefähr sagen. Also wenn du früh mit dem Papst halt befreundet bist, glaube ich, wirkt sich das nicht negativ auf die ganzen anderen katholischen Fraktionen. Deswegen da früh aktiv werden. Wir bräuchten aber noch einen Diplomaten. Dann machen wir es anders. Komm, bauen wir erstmal ein Rathaus, ne, damit wir einen Diplomaten bauen können. Und dann machen wir den anderen, das andere Zeug hier. Machen wir so. Erstellen tun wir mal ein bisschen was. Ja gut, können wir mal nach Sofia ein bisschen rüberschicken, aber mal gucken. Und das soll es schon für die erste Runde gewesen sein. Na, am Anfang ist ein bisschen schleppend, ne? Da dauert das ein bisschen alles. Wir gucken erstmal, dass wir Rebellensiedlungen, wie gesagt, bekommen und den anderen Fraktionen nicht auf den Schlips treten. Oha, Durazo, und dafür bekommen wir 2500 gut. Okay, okay, hold up. Das schmeckt. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das wollen wir natürlich, also Durazo hätten wir uns so oder so geholt, aber wenn noch mit 2500 Gulden, da bin ich in. Das sieht auch sehr eindeutig aus. Wir spielen zwar auf sehr schwer, aber gut, ne, sowas ist eindeutig, da können wir auch automatisch machen. Gibt kein Geld, aber gibt Geld hier vom Rat. Sehr gut. Ich glaube, das machen wir zu einer Stadt. Dann gibt es ein bisschen mehr Money. Und dann gehen wir direkt weiter nach Sofia, oder? Ja gut, der ist sogar vielleicht so ein bisschen schneller. So, düsen wir weiter, bitte. Du bitte nach Zagreb immer noch. Hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ne? Wir sind zwar jetzt verbündet mit dem Heiligen Römischen Reich, aber das kann auch ganz schnell vorbei sein, wenn er dann vor allem eine Armee von Wien nach uns zu uns runterschiebt. Das kennt man sehr gut. Gerade stärkste Seite, das wird wahrscheinlich nicht lange anhalten, aber I take it. Und du belagerst mal bitte. Und du kannst auch eine gewisse Weile belagern, das wird ein bisschen dauern. Wir müssen uns da wirklich sicher sein. So, macht mal euer Ding da. Ach ja. Wobei die Papst schon auch auf dem Weg zu uns sind, ne? Ja,
Aber ist egal, dann sind wir die Ersten. Bündnis, Handelsrechte, Karteninformation, zack. Sehr stark. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir auch noch so zu Sizilien rüber? Sind noch nah genug dran, um auf jeden Fall Handelsrechte zu knüpfen, aber ein Bündnis könnte... Ja, wir wollen auch nicht zu viele Bündnisse jetzt haben, ne? Nicht, dass das dann irgendwann zu dann Bündnisbruch oder sowas kommt von unserer Seite aus. Ich glaube, mit den Sizilianern bleiben wir dann mal bei Handels... Na Gott, hier. Ne, ihr wisst, Handel. So rum. Farben starten sehr gut. Wunderbar, das freut uns. Und du bist auch noch da, ne? Der Korrupte, das ist ja schon mal nice. Wir kommen aber nicht nach Florenz, ohne dass wir hier durchs Heilige Römische Reichgebiet durchlaufen können, müssen. Das ist ein bisschen ungünstig jetzt, weil wenn wir das tun, ne, das wird sich negativ auf unsere Freundschaft auswirken. Aber Florenz ist schon eine leckere Siedlung, ne? Vielleicht sollten wir gleich mal schauen, dass wir vielleicht militärischen Zugang machen können. Wahrscheinlich werden sie Nein dazu sagen, aber man kann es ja mal probieren, würde ich sagen. Ne? Mehr als Nein sagen können sie nicht. Das einzig Gute, was mir gerade auch so auffällt, ist, dass wir wirklich hier ein Dorf haben und hier ein Dorf haben. Das heißt, einnehmen können wir das relativ schnell. Heißt natürlich aber auch, dass wir das jetzt, dass das jetzt ein bisschen Zeit braucht, bis wir das aufwerten können, ey. Also eigentlich gar nicht so geil. Da hätte ich lieber gegen eine kleine Siedlung oder gegen eine kleine Stadt gekämpft, weil da hätten wir wenigstens schon mal irgendwie eine Art von Mauer oder sowas oder auch von Wirtschaft. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Guck mal, da kommt auch schon der Ungarn-Typ angelaufen. Ja, da kommt er auch. Shit. Wir werden nicht schnell genug sein. Außer er schafft die Schlacht da nicht. Wir rennen mal trotzdem durch auf Hoffnung. Und was machen wir jetzt, ne? Hier oben haben wir jetzt fast alle Rebellensiedlungen eingenommen. Gehe nicht davon aus, dass das Heilige Römische Reich sagt, jo komm, militärischer Zugang wollen wir. Was machen wir mit der Armee? Packet einfach, wollen wir aber trotzdem durchmarschieren? So einmal schadet ja nicht, oder? Warte mal. Sind auch nicht viele Truppen drin, ne? Du bist auch schon relativ alt, wenn wir jetzt nur den Anführer rüberschicken. Der kann dann auch drüben bleiben. Machen wir, komm. Wir brauchen die Siedlungen, was soll ich sagen? Und du, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Hier werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Das wird ein bisschen dauern. Heraklion baut aber auf jeden Fall auch aus. Ah, ups. Er mag das aber okay. Machen wir das, das, das. Ist natürlich relativ teuer jetzt für uns am Anfang alles, aber wir müssen halt investieren. Investieren, um mehr rauszubekommen. So, mein Freund, was möchtest du denn? Mailand. Ja, Mailand immer eine Fraktion, die sehr häufig irgendwie einen betrügt, was auch Bündnisse betrifft. Und der sich vielleicht auch früher oder später mit dem Heiligen Römischen Reich keppeln wird. Hier gehen wir mal auch erstmal nur mit Handelsrechten und Karteninformationen. Nein, so wird das nicht. Na gut, so ist okay. 200 Gulden können wir mal entbehren, das ist fein. Ihr fragt euch vielleicht so, warum macht denn der mal Karteninformationen? Ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, wenn man weiß, wo die Fraktionen eigentlich sind. Ist einfach ein Tick. Ist einfach so mein innerer Monk, der dann zufrieden ist, wenn dann hier einfach die ganzen Fraktionen aufgedeckt sind. Hat jetzt keinen größeren Sinn. Stärkste Seite Frankreich. Ja, okay. Okay. Heraklion ist ein bisschen pissed. Das ist ein Problem wiederum. Machen wir kurz mal so, damit wir das einmal ausbauen können. We need more troops. Das ist okay. Kämpfen nicht mit euch um dieses Gebiet. Ja, besser ist es. Ja, gehen wir mal bitte hier zum Heiligen Römischen Reich. Vielleicht kriegen wir ja nochmal rausge... Oder geh du da kurz hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach. Man kann es ja mal probieren. Dann gehst du mal nach Frankreich. Und du gehst trotzdem durch. Ich hätte gern diese Siedlung. Wenn wir gerne nochmal was her, damit er noch ein paar Truppen mitnehmen kann. Damit es ein leichterer Angriff wird. Auch ein sicherer Angriff. Wem stehe ich gegenüber? Wohin soll es gehen? Ah komm, das schafft er doch nicht. Aber wir wahrscheinlich auch nicht. Hier ist, glaube ich, nur unser Gebiet hier. Marschiert! Barely. Das ist okay. Ihr habt aha. Oh, Junge. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Du Arschkeks. Machen wir kurz die nächste Runde. Wir gucken mal, was der macht.
Nase zählen, was soll das werden, wenn es fertig ist? Ich hab dein Schiffchen da unten gesehen, mein Freund. Okay, sie sind da gerade nicht angegriffen. Aber es stellt sich ja schon die Frage, was wollen sie da unten von uns? Naja. Ja, ich sehe dich, mein Freund. Ich sehe dich. Mhm. Machen wir so. Damit da eine Truppe drin ist, damit wir aber hier draußen eine größere Armee haben. Ja, Sizilien, ich sehe das. Fühlen sich ein bisschen gekränkt wahrscheinlich, dass wir denen kein Bündnis angeboten haben. Naja. Lasst mich zuschlagen, Herr. Okay, hier habe ich jetzt eine Frage. Da gehen wir offiziell über byzantinisches Land, ne? Ja, das müssen die kurz mal aushalten, sag ich. Du gehst weiter rüber. Das wird die nicht erfreuen, dass wir hier durchmarschieren, aber ich brauche diese Siedlungen, mein Freund. I'm sorry. Ja, mein Herr. Genau, ich habe schon gesagt, du gehst einmal nach Frankreich und du gehst einmal bitte nach... gute Frage, nächste Frage. Da kannst du schon mal nach Ungarn gehen, falls sie nicht kommen. Aber ich glaube schon, dass sie zu uns kommen. Okay, und sie ziehen greift an. Surprise, surprise. Okay, damit haben wir unser erstes Opfer. Ungewollt so ein bisschen, aber hey. Mein Herr, der Feind belagert uns. Damit wurde uns eine Entscheidung abgenommen. Das ist, ja, sowas ist eigentlich gar nicht so unentspannt, weil jetzt können wir uns auf Sizilien volle Kanne stürzen. Guck mal, mit dir hätte ich zum Beispiel gerne Bündnis. So. Sehr schön. Best Friend schon immer gewesen. Und dann ist ja auch noch so ein riesiger Rebell gespawnt. Alter, come on. Geh du mal zurück, bitte. Und das heißt, wir brauchen jetzt doch eine kleine Marine. Leider. Damit wir wenigstens von links nach, von rechts nach links rüber können. Aber ich würde sagen, wir sind noch in der ersten Folge. Wird Zeit für die erste Schlacht, oder? Da würde ich, glaube ich, jetzt auch Echtzeit machen. Wir würden das wahrscheinlich eh gewinnen, aber... Sollen wir dann nochmal in der ersten Folge auch eine richtige Schlacht, oder? Und vielleicht können wir ein paar Verluste dadurch auch minimieren. Vielleicht haben wir ein paar Verluste mehr, who knows. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Das heißt auch, na gut, Steuerung, also hoffe, dass das alles was wird, aber sollte passen. So. Ne, für die manche unter euch, die ja schon gerne Projekte gesehen haben, ihr wisst ja ungefähr, was jetzt passiert. Ne, zack. Ihr kennt die Formation von uns. So. Es hat sich doch alles nichts geändert. Die Taktiken sind gleich. Da sie auch mit am besten funktionieren hier. So, Verstärkung ist uns eigentlich relativ egal. Sind Bogenschützen, ne? Ich würde trotzdem sagen, wir laufen darauf zu. Den Anführer nehmen wir mit. Und ihr kommt auch mit, bitte. Let's go. Ach, wobei, du bist eigentlich... Ja, nochmal Kavallerie haben und nicht haben. Dann komm mal doch mit. Rennt mal. Du gehst darauf. Du gehst darauf und du gehst einmal durch die Mitte. Ja, die werden gleich sowieso weglaufen. Wir haben nur Sergeants. Rüber. Jetzt geht es natürlich um Ansturm, ne? Ansturm ist alles in dem Game. So, geh mal damit rauf. Boah! Ja, war trotzdem, glaube ich, ganz gut. X mal da rein, bitte. Ich glaube, das ist jetzt wichtig. So, hier. Schuss. Rauf mit euch. Wobei, da können auch die raufballern einmal, bitte. Eine Salve könnt ihr aber feuern, bitte. So, rauf da, volle Kanne. So, eine Salve wurde geballert. Ich freue mich. Dann mal bitte darauf. So, hier können wir vielleicht auch nochmal kurz reinjieten. Wenn unser General jetzt stirbt, dann bin ich aber auch hier offline, muss ich sagen. Come on. Das sind, komm, Leibwachen des Generals gegen ein paar Panzer. I mean. Das müssen wir schaffen. Wir müssen ein bisschen den General im Auge behalten. Wäre schon jetzt sehr peinlich, wenn der jetzt stirbt. Lauft nicht jetzt bitte den Leuten dahinterher, die schon eh fliehen. Das ist irrelevant. Oh, und hier hören wir jetzt mal auf. So. Ja, unsere Männer fliehen, aber hoffentlich nicht lange. General ist wo? Ich sehe ihn nicht. Da, der sieht ganz gut aus.
Aber da sind Speerträger. Geh mal bitte raus da. Das muss... Oh, wobei, haben wir erledigt. Sehr gut. Da kommt nochmal jemand zurück. Bam, Junge. Ja, den Hauptmann kriegen wir irgendwie gerade nicht, aber es ist nicht dramatisch. Ja, das war's. Das war's komplett. So, come on. Da können wir jetzt auch kurz auf mal 6 gehen, das ist durch. Und ich glaube, die Armee sollte sogar vielleicht weg sein, weil sie an der Küste steht. Sollte eigentlich der Fall sein. Ja. Nice. Damit haben wir die erste Schlacht gewonnen. Das ist auch sehr gut, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt mal ein Schiff, nochmal eine Truppe und dann gehen wir hier nächste Runde einmal rüber. Direkt. Wird gar nicht lange gefackelt. Um uns direkt einmal Neapel. Mal gucken dann, wie schnell der Papst irgendwie dann sagt so, mach mal bitte keinen Krieg mit dem, lass den mal in Ruhe. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die Hauptstadt noch schnell bekommen können. Na, Waffen... Ja, du kannst mich mal, Alter. Mich erst angreifen, dann sehen, dass es nicht funktioniert und dann den Frieden bitten, ne? Ihr seid mir die Richtigen, ey. Na, ist ja gut. So. Ja, Ungarn, mit dir haben wir schon Gespräche geführt. Und tatsächlich. Sehr, sehr nice. Rhodos hat sich ergeben. Oh, so geht's natürlich auch. Nehmen wir mit. Das ist sehr, sehr lecker. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass wir kein Geld haben und dass wir eigentlich ein Schiff brauchen. Komm du mal zurück, bitte. Nimm du den mal bitte mit und bring den mal auch hier rüber. Und ihr, meine Friends, schaffen wir sogar noch in dem Zug. Sehr gut. Wichtig und richtig. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Bitte, Papst, mach jetzt keine Scheiße. Und sogar noch einen neuen General, da bekommen sie sich gerade. Sehr lecker. Größte Seite, dabei ist unsere gar nicht so groß, aber I take it. Haben wir jetzt geschafft. Steht Florenz doch immer noch auf der Speisekarte? Vielleicht schon, ne? So, das hat wahrscheinlich jetzt Byzantiner nicht gefallen. Nope. Okay, wir sind über deren Land gelaufen. Ey, komm, das ist die Spitze. Wie soll ich denn da sonst durch? Come on. Ich gebe euch auch eine Maut, wenn ihr das wollt. Probieren wir das nächste Runde einmal und dann belagern wir dann eine gewisse Weile, würde ich sagen. Genau. Das heißt, das haben wir alles. Wir haben gerade kein Geld, um Sachen aufzuwerten. Let's go. Manchmal muss man auch einfach mal machen. So, zwei Verbündete. Ne, drei Verbündete haben wir jetzt. Das ist sehr gut. Einer davon der Papst. Das schmeckt. Sieht bisher nicht verkehrt aus, möchte ich meinen. Oh ja, ab nach oben mit dir da. Oh, shit. Wo kommst du denn her? Okay, das ist tatsächlich richtig heavy jetzt gerade. Okay, was hat er? Ach du Scheiße. Ja, das könnte ziemlich eklig jetzt für uns werden, zumal mal dem unser Schiff wieder weg ist. Ach du Scheiße, wir haben keinen Rückzugsort. Ja, das riecht aber nach der nächsten Folge, oder? Ne, wir sind jetzt beim Folgenende angelangt. Ich würde sagen, das ist eine richtig, richtig spannende Schlacht für die nächste Folge. Ich hoffe natürlich, dass euch diese allererste Folge vom neuen Medieval 2 Projekt gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt ihr mal einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.